Sie hören eine Nachrichtensendung aus England. Sie empfiehlt, dass auf einer Gipfelkonferenz eine europäische Sicherheitskommission geschaffen werden soll, der auch Italien, Polen, Ungarn, die Tschechoslowakei und beide Teile Deutschlands angehören könnten. Diese würde dann die allgemeinen Prinzipien für eine Regelung in Europa ausarbeiten. Die Sitzung des NATO-Rates im April anlässlich des 20. Jahrestags der Gründung der NATO müsse zu einem Gipfeltreffen der Verbündeten werden, um eine neue Solidarität innerhalb des Bündnisses zu schaffen. Die Gruppe fordert den Präsidenten außerdem auf, zu versuchen, Verhandlungen zwischen Ost- und Westdeutschland über eine Wiedervereinigung einzuleiten. Ferner Großbritannien dabei behilflich zu sein, der EWG beizutreten und die europäischen Länder aufzufordern, sich an dem amerikanischen Raumfahrtprogramm zu beteiligen. In Washington sind Vorbereitungen für eine Europareise Präsident Nixons im Gange, die innerhalb der nächsten Monate erfolgen soll. Unser Korrespondent in Washington sagt, Nixon verfolge vor allem das Ziel, mit Präsident de Gaulle zusammenzutreffen, um die amerikanisch-französischen Beziehungen zu verbessern. Es wird auch ein Besuch Londons, Bonns und Roms beabsichtigt, aber nicht notwendigerweise in dieser Reihenfolge. Der jugoslawische Präsident Tito ist zu einem kurzen Besuch in Rumänien eingetroffen. Er führt heute Besprechungen mit dem rumänischen Präsidenten Ceausescu. Korrespondenten glauben, dass Hauptgegenstand der Besprechungen die Besetzung der Tschechoslowakei, die beide Staatsmänner verurteilt haben, sein werde, sowie die Opposition Jugoslawiens und Rumäniens gegen die sowjetischen Pläne für eine größere wirtschaftliche Integrierung in Osteuropa. In der Tschechoslowakei erklärte der prominente Reformpolitiker Dr. Cizaj, die Bundesversammlung sollte der Vorbereitung von Wahlen zu allen repräsentativen Organen Vorrang einräumen. Sobald diese Wahlen abgehalten worden seien, sagte Dr. Cizaj, würde die Öffentlichkeit wesentlich günstiger gestimmt sein. Er forderte alle Bundes- und Länderbehörden auf, Richtlinien für die grundsätzliche demokratische Freiheit niederzulegen und für ihre Einhaltung zu sorgen. Vorher hatte der führende Kommunist der alten Schule, Bilak, erklärt, trotz der Ereignisse vom vergangenen August versuchten viele Menschen noch immer, die nationale Einheit und das Bündnis mit der Sowjetunion zu unterminieren. Er gab der Hoffnung Ausdruck, dass die Regierung nicht davor zurückschrecken werde, gegen all diejenigen Gewalt anzuwenden, die die Politik der Regierung zu sabotieren suchten. In Stockholm hat heute eine Konferenz amerikanischer und europäischer Sozialisten begonnen, die sich gegen die Besetzung der Tschechoslowakei wenden. Die Konferenz wurde von dem linksgerichteten britischen Philosophen Bertrand Russell einberufen. Wie Russell sagte, sei die Konferenz nötig geworden, da die Sozialisten in den westlichen Ländern es versäumt hätten, auf die Invasion eindeutig zu reagieren. Sie hören eine Nachrichtensendung aus England. Präsident de Gaulle befindet sich am zweiten Tage seiner Reise durch die Bretagne in Brest. Bei seiner Ankunft wurde er von mehreren tausend Menschen mit Beifalls- und Zustimmungsrufen begrüßt, während nur wenige hundert, meist jugendliche Opponenten, die Einrichtung eines Regionalparlaments forderten. Die Demonstrationen verliefen jedoch friedlich, während bei den gestrigen Demonstrationen in Rennes Einsatzpolizei aufgeboten werden musste, um Ansammlungen zu zerstreuen, bei denen Feuer entzündet und Fenster eingeworfen worden waren. Die in Ägypten erscheinende Zeitung Al-Aram hat den Irak wegen der Hinrichtung von 14 Personen unter der Anklage der Spionage für Israel scharf kritisiert. In einem Leitartikel auf der ersten Seite des Blattes heißt es, der Irak sei mit gutem Grunde gegen die Spione vorgegangen. Die Art und Weise aber, wie die Hinrichtungen durchgeführt worden seien, sowie ihr Zeitpunkt, seien unangebracht gewesen und hätten der Sache der Araber geschadet. Das Blatt fuhr fort, eine öffentliche Hinrichtung durch den Strang sei keine Gelegenheit für eine öffentliche Veranstaltung und für die Entsendung von Einladungen. Das Blatt spiegelt im Allgemeinen die Stellungnahme der Regierung Präsident Nassers wider.
Unser Korrespondent in Kairo, der sich in Bagdad aufhielt, sagt, Beamte des Sicherheitsdienstes seien in der Stadt tätig und die irakische Regierung gibt zu, dass sie die Opposition nicht restlos beseitigt habe. Doch genüge die Zahl der Menschen, die entweder auf Weisung der Regierung oder von nicht identifizierten Personen umgebracht wurden, um die Opposition zu demoralisieren. Der griechische Ministerpräsident Papadopoulos sagte, Griechenland werde aus dem Europarat nicht austreten. Er erklärte, es werde kein Grieche tyrannisiert. Papadopoulos sagte dies in Beantwortung von Anschuldigungen, die am Donnerstag auf der beratenden Versammlung des Europarats erhoben wurden und in denen das von der Armee gestützte griechische Regime als undemokratisch bezeichnet wurde. Die beratende Versammlung des Europarats forderte Griechenland auf, aus dem Rat auszutreten, bis die Redefreiheit wiederhergestellt und die Abhaltung freier Wahlen in Griechenland gesichert ist. Die beratende Versammlung des Europarats empfahl dem Ministerrat, Griechenland aus dem Rat auszuschließen, falls es diesen Weisungen nicht nachkomme. Und hier nochmals die wichtigsten Nachrichten in Schlagzeilen. Der britische Verteidigungsminister Healey sagte, sollte die Sowjetunion einen Großangriff auf Westeuropa unternehmen, dann werde die NATO Kernwaffen einsetzen oder bald kapitulieren müssen. In den USA haben außenpolitische Experten Präsident Nixon aufgefordert, eine Gipfelkonferenz der vier Großmächte einzuberufen. In Washington sind Vorbereitungen für eine Europareise Präsident Nixons im Gange, die innerhalb der nächsten Monate erfolgen sollen.